Hi, hier ist Lukas von Birdie Train. In diesem Video geht es um die Bewegung der vorderen Schulter, der linken Schulter für einen Rechtshänder im Abschwung und bis ins Finish hinein. Ich habe schon in einem vorherigen Video, welches ich in der Videobeschreibung verlinke, über die Bewegung der Schulter im Rückschwung gesprochen. Das solltest du dir sicherlich auch angucken. Bevor es losgeht, möchte ich dich bitten, unseren Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht getan hast. Das ist natürlich völlig kostenfrei und so verpasst auch kein weiteres neues Video mehr. Hinterlasse für dieses Video doch auch gerne ein Gefällt mir, einen Kommentar, wenn du Fragen oder Anregungen oder auch neue Themenvorschläge hast. Es ist völlig klar, dass die Bewegung der linken Schulter nicht isoliert aus der linken Schulter kommt, was wir jetzt gleich beschreiben werden, sondern dass dabei natürlich ganz viele Körperbereiche eine Rolle spielen. Es wäre aber viel zu umfangreich, viel zu komplex, alle Bereiche und alle Bewegungen einzeln zu beschreiben. Deswegen zur Vereinfachung, zur Veranschaulichung werden wir nur die vordere Schulter in Betracht ziehen. Wir haben schon in dem Video zum Rückschwung darüber gesprochen, dass die Schultern sich nicht nur drehen sollten, sondern dass es auch eine Kippung nach links der Schultern im Rückschwung geben sollte. Nämlich dafür, dass die Schultern sich so in etwa 90 Grad zur Ansprechhaltung im Rückschwung bewegen können. Nun wird es so sein, dass diese Kippung nach links bei den besten Spielern der Welt sogar noch minimal zunimmt mit Beginn des Abschwungs. Also die Kippung wird sogar noch minimal erhöht. Das wird sicherlich nicht besonders viel, vielleicht sogar kaum mit dem Auge zu sehen, eindeutig allerdings mit 3D-Geräten zu messen. Das hat den Vorteil, dass der Druck nun optimal in den Boden abgegeben wird. Das hat den Vorteil, dass meine Zentren Unterkörper, Oberkörper erstmal sehr gut übereinander bleiben können und ich nicht sofort in ein ungünstiges Verhältnis komme. Das wird mir bei Bodenkontakte deutlich besser, das wird mir erlauben, eben deutlich bessere Ball-Boden-Kontakte zu erzeugen. Und das ist auch ein Mechanismus, wie die Hände wieder nach unten kommen. Im Video über den Rückschwung haben wir schon besprochen, dass die Hände auch über dieses nach unten kommen der linken Schulter nach oben kommen tatsächlich. Also man gar nicht allzu viel die Arme heben muss. Und genauso wenig muss man sie dann auch im Abschwung wieder besonders stark senken, weil man sie ja auch gar nicht erst gehoben hat. Ja, es gibt ein paar Bewegungen, die Arme machen sollten, allerdings sicherlich nicht ein sofortiges, starkes Senken mit Beginn des Abschwungs. Wenn nun mit Beginn des Abschwungs diese Kippung nach links noch minimal erhöht wird, dann sorgt das mit einsetzender Drehung dafür, dass die linke Schulter erstmal tiefer bleibt und die Schultern erst dann, wenn die Hände so grob auf Höhe der rechten Hüfte sind, erst dann sind die Schultern in etwa parallel zum Boden. Und wenn ich nun diese Bewegung durchgeführt habe mit Beginn des Abschwungs, dann kann ich jetzt die linke Schulter ganz kraftvoll nach oben und hinten wandern lassen. Also von hier unten wird sie jetzt nun kraftvoll nach hinten oben wandern. Das ist sicherlich eine der wichtigsten Faktoren für Geschwindigkeiten, die wir im Golf haben. Allerdings werden das eben ganz viele Amateure gar nicht erst nutzen können, weil sie eben nicht die linke Schulter erstmal hier tief verbringen oder tief lassen, sondern die linke Schulter sofort nach oben kommt. Das ist eben zu einem Zeitpunkt, wo man dann im späteren Verlauf diese Kraftquelle definitiv nicht mehr nutzen kann und dieses zu frühe nach oben kommen der linken Schulter sogar noch zusätzliche negative Implikationen auf Ball-Boden-Kontakt haben kann oder definitiv hat. Um diese Bewegung zu üben, nimmst du dir gerne einen Stick zur Hand, das würde natürlich auch ein Schläger gehen, und platzierst den Stick oder den Schläger so, dass du den Stick hier mit den Armen vor die Brust nimmst. Und nun begibst du dich in den richtigen Rückschwung, wirst also jetzt mit Beginn des Abschwungs die linke Seite oder den Stab sogar noch minimal mehr nach unten zeigen lassen und die Drehung setzt jetzt ein. Jetzt spürst du, wie gut dein Druck auf dem linken Fuß ist, wie kraftvoll diese Position ist, wie gut die Zentren des Körpers übereinander sind. Und in etwa in dieser Position ist jetzt der Stab parallel zum Boden. Und jetzt kann ich ganz kraftvoll die linke Schulter nach hinten oben bringen und ich merke wirklich, wie viel Geschwindigkeit in dieser Bewegung steckt. Nochmal aus dieser Perspektive vorgemacht, der Stab zeigt minimal mehr nach unten, die Bewegung nach vorne setzt ein. In etwa hier ist der Schläger nun parallel zum Boden, die linke Seite fühlt sich aber noch relativ tief an. Und jetzt kann ich diese linke Schulter nutzen, um sie kraftvoll nach hinten oben zu bringen. Natürlich wird sich dabei auch mein Rumpf etwas strecken.
Die Gürtelschnalle fühlt sich so an, als ob sie der vorderste Punkt wäre. Und ich merke eben, wie viel Geschwindigkeit hier auf den Schläger gleich kommen wird. Wenn du dir mit dem Stick ein gutes Gefühl erarbeitet hast, dann kannst du gerne natürlich damit auch Bälle schlagen. Fang aber vielleicht gerne erstmal mit einem etwas geringeren Tempo an und steigere das dann im Verlauf. Ich werde dann einmal einen Ball vormachen. Also ich spüre, dass meine linke Schulter vielleicht im Beginn des Abschwungs sogar noch minimal tiefer geht und ich sie jetzt kraftvoll nach hinten oben arbeiten lassen kann. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Umsetzen, viel Spaß beim Training. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und das Video zu liken. Guck dir doch auch gerne noch die weiteren Videos hier auf unserem Kanal an. Bis zum nächsten Mal und alles Gute.